Sie ist eine Verehrerin ihrer Marquise. So. Ach, nicht Verehrung kann man es nennen. Welche Frau hat ein solches Schicksal erlitten? Das ist es, was den Reiz dieser Erzählung für mich erklärt. Etwas zu lesen, was einem selbst nie widerfahren möchte, was man aber dennoch umso gieriger sich vorzustellen sucht. Ich suche zu beschreiben, was man fürchtet und vielleicht doch eigentlich ersehnt. Ersehnt? Wohl eher muss man sich eben reinfügen in sein Schicksal. Und sei es auch grausam. Aber Sie sagten es doch selbst. Die Marquise über einen Reiz aus. Ja? So ist das wohl öfter. Man sagt das eine und fühlt doch auch das andere. Ja. So ist es öfter. Man denkt, man möchte leben und möchte doch sterben.